Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich denke mal, wir haben uns eigentlich überall fast umgeschaut. Hier sind noch Leute, die sitzen und noch das Gebäude hier. Deswegen würde ich mal sagen, reden wir erstmal mit den Leuten hier. Gut, dass ich Flügel habe. Hi. Nun, guten Tag. Oh, mein Fehler. Ich habe zu lange hier gewohnt. Ich habe es mit Savag durcheinander gebracht. Das ist Gerudesprache für guten Tag. In letzter Zeit tauchen übrigens einige seltsame Begrüßungen auf wie Wata oder Savar. Oh. Steckst du auch wegen des Sandsturms hier fest? Muss schwierig für euch Hylianer sein, da ihr ja nicht fliegen könnt. Je höher man fliegt, desto schwächer wird auch der Sandsturm. Hättest du Flügel wie der Orni, würde dir da so ein Sandsturm kein Problem bereiten. Oh. Sandsturm? Siehst du, wie dieses Sandstaub in der ganzen Gerudo-Wüste herumfliegt? Wenn du in einem Sandsturm bist, kannst du weder gut sehen, noch funktioniert dein Kompass. Die Oase hier ist nur dank des Aufwinds dort drüben nicht von Sandsturm betroffen. Aber da wir Orni einfach über dem Sandsturm fliegen können, musste ich mir darüber noch keine Gedanken machen. Sieh zu, dass du nicht in diesen Sandsturm gerätst. Nur denn, lebe Wurk. Hoppla, da habe ich wohl gerade etwas mit Savork bedeutet, in der Grundsprache Lebol. Naja. Ich habe es an dem Auge. Hey! Savag. Das war ein perfektes Fahr, wenn ich mich einmal selbst loben darf. Ah. Wie geht es dir, junger Mann? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Wir werden die ersten jemals offiziell von den Gerudo an der Katten Männer sein. Der Voikarwanentrupp. Möchtest du zufällig auch nach Gerudo-Stadt? Voikarwanentrupp? Oh. Wir sind Händler und Freunde, die davon träumen, Gerudo-Stadt Handel zu treiben. Ah. Oh, und Voi ist das Gerudo-Wort für Mann. Du solltest zumindest das Wort Voi kennen. Andernfalls wirst du niemals von den Gerudo akzeptiert werden. Hallo, ich bin Link. Seit Jahren versuchen wir schon alles Mögliche, um die Gunst der Gerudo zu gewinnen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, einen kleinen Funken ihres Vertrauens zu gewinnen. Sie haben sogar erlaubt, hier bei der Bewachung des Westtors zu helfen. Ich weiß nicht, wie viele Male die Sperre der Wachen meine Wangen zerkratzt haben. Von den alltäglichen Beschimpfungen ganz zu schweigen. Gerudo-Stadt? Man erkennt nach. Man kommt nach Gerudo-Stadt, wenn man von hier schnurstracks geradeaus marschiert. Es ist eine Stadt gebaut von Gerudo für Gerudo und voller Gerudo. Mit anderen Worten, es ist das Paradies. Anführer, du bist zu laut. Was sollen denn die Gerudo von uns denken? Tut mir leid, Robston. Da ist wohl die Vorfreude mit mir durchgegangen. Naja. In Gerudo-Stadt gibt es ebenfalls ein Gesetz, das Männer verbietet, die Stadt zu betreten. Aber wenn man mir sagt, dass ich nicht hinein darf, will ich erst recht hinein. Das ist doch mehr als logisch. Wir wollten die Damen sogar tapfer vor dem Sandsturm retten, damit sie den Voi-Karawanentrupp endlich mögen. Aber in so einem Sandsturm sieht man nicht nur fast nichts, selbst den Kompass erspielen da verrückt. Wir konnten nicht einmal in gerader Linie durch den Sandsturm laufen, also haben wir den Plan wieder verworfen. Nun versuchen wir, in den Armen der Damen willkommen geheißen zu werden, indem wir die Oase beschützen. Ist diese Kugel nicht großartig? Ich wette, dass sie nicht nur uralt, sondern auch total wertvoll ist. Angeblich soll in Gerudo-Stadt jemanden geben, der so altes Zeug untersucht. Da will ich die Kugel mal gründlich unter die Lupe nehmen lassen. Dies hier gehört aber mir. Merkt ihr das? Wenn du auch eine willst, musst du selbst danach suchen. Nehme ich dann einfach mal mit. Rotus. Dann gehen wir doch jetzt mal hier im Häuschen rein, ne? Bip, bip. Bip, bip. Hallöchen. Stein. Die nehme ich. Ich nehme alles. Das war. Brauchst du Schutz? Also Kleidung? Okay. Gasthaus. Hängst du hier auch wegen des Sandsturms fest? Hört er denn irgendwann wieder auf?
Ich wollte mir die Ruinen ansehen, die auf die TikTok-Hängebrücke gestürzt sind. Aber dieser ständige Wechsel von Hitze tags und Kälte nachts schadet meiner Haut, also wollte ich ja etwas Gutes tun. Ein Hauptpflegeprogramm in einem Hotel wäre genau das Richtige. Nun kann ich wegen des Sandsturms nicht nach Gerudo-Stadt. Oh, das ist so ätzend. Oh, in Ordnung, also gut. Jetzt ganz sachte das Gesicht entspannen, da gibt es keine Fältchen. Und um die müsste ich mir keine Sorgen machen, wenn ich mir endlich das Hauptpflegeprogramm gönnen könnte. Hauptpflegeprogramm? In Gerudo-Stadt gibt es ein Hotel, das von einer Gerudo namens Aurora betrieben wird. Dort wird man so richtig verwöhnt. Die Luxusbetten hier sind nicht schlecht, aber gegen Aroas Hauptpflegeprogramm kommen sie nicht an. Es gibt nichts, was einen wieder so fit macht wie das. Und nach der Schufterei an der TikTok-Hängebrücke, da will ich meinen müden Knochen und meiner geschundenen Haut etwas Gutes tun. Aber dieser doofe Sandsturm. In Ordnung, also gut. Wenn ich die Hinweise für Forsche noch einmal lese, kann ich sie wahrscheinlich wirklich auswendig. Hätte ich gewusst, dass ich so lange warten muss, hätte ich mir ein richtiges Buch mitgebracht. Oder eine Zeitung. Drei Hinweise für Forscher. Schreine, Abgründe, Forschungsgruppe. Nee. Gehen wir schon. Entschuldigung, ich habe dich gehört. Möchtest du das Gasthaus nutzen? Das Luxusbett, bitte. Weck mich morgens auf. Was? Ich muss ihn aufwecken? Savor. Ich denke, ich sollte ihn aufwecken. Oh, er ist wach. Ich freue mich stets, Gäste begrüßen zu können, die nicht viel Arbeit machen. Du darfst jederzeit wiederkommen. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Warte mal. Aufsteigen, bitte. Und dann einmal hier hoch. Wie weit kommt man denn hier eigentlich hoch? Mal guck mal. Eben. Ja, falsche Seite. Nein, 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 nein. Warum mache ich es mir eigentlich so unkompliziert schwer? Wie weit geht es hier eigentlich nach oben? Das glaube ich Gerudo-Stadt. Yep. Das sah spannend aus. Okay, verdiese das jetzt nicht mehr. Tastatur. Bald bricht der neue Tag an, hm? Oh, hallo, das hier ist der Leuchtturm des Bazars. Einfache Bürger dürfen hier nicht einfach. Ach, weißt du was, ist schon in Ordnung. Du bist den ganzen Weg hier aufgekommen, also genießt die Aussicht. Das hier ist der einzige Ort im Wüstenbazar, an dem man den Sandsturm überblicken kann. Okay, ich muss in diese Richtung, deswegen würde ich mal sagen. Mir ein bisschen Hitzeschutz an. Und ich würde mal sagen, fliegen wir in diese Richtung.
müssen eigentlich nur geradeaus laufen. Nur geradeaus. Mehr nicht. Wüstengraben. Nur geradeaus. Glaube ich zumindest. Weil das ja auch sehr spannend aussieht. Ach so, das ist nur sowas. Okay. Gott, was ist das denn da? Ich bin auch noch geradeaus, oder? Hallo? Ich glaube ja, hier gibt es zumindest Sandtruppen. Bin ich hier bei Gerudo-Stadt? Ach, dankeschön. Na, das ist auch das Schreien, okay. Ach, schon wieder eine Stimme. Puh, hast du mich erschreckt. Du bist ja nur ein ganz harmloser Lianer. Ich dachte schon, du wärst der Geist einer holden Maid, die von Monstern umgebracht wurde. Um die zu sehen, bin ich nämlich hier, musst du wissen. Also die Gerudo-Maiden, nicht die Geister. Tja, aber leider ist ja tote Hose. Nur ab und zu hört man aus dem Brunnen eine Stimme. Wahrscheinlich sind hier alle von diesen Monstern abgemurkst worden. Und wir sollten uns in Acht nehmen, damit wir nicht auch bald zu den Geistern gehören. Oder so ähnlich. Hier gibt es eine Fackel. Hier kann man rein. Ich möchte zuerst den Schrein machen. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Alles leer. Oh, guck mal, Rishos Zimmer. Jetzt oben, bin ich jetzt am Schrein. Oh, fast perfekt gelandet. Suryotaing. Schrein. Oder so. Oder so ähnlich. Und dann gehen wir mal rein. Verborgen, vergrabenes Licht, ich würde schon gerade sagen, verborgenes Licht. Hm.
Nein. Holz vernehme ich wieder zurück. Na super. Okay, das nichts. Das auch nichts. Das ist eine Uhr. Ein kleiner Schlüssel. Seit ich wieder so deutlich auf Zelda Tears of the Kingdom aufnehme, habe ich auf dem Spiel wirklich wieder ziemlich viel Bock. Dafür, dass es schon Monate her ist, seitdem ich aufgenommen habe, gestreamt habe damit. Ich nehme dich mal mit. Oh nö. Mein Zweihänder. Nö. Ach, weißt du was? Komm. In die Hand. Ablegen. So. Okay, ich muss hier irgendwie Licht reinbringen. Er hat nämlich gerade versucht, einen Pfeil abzuschießen. Na, warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ja, da ist das Licht. Okay. Ja, was ist denn der Schatz? War hier nicht noch irgendwo ein Schatz? Wenn ich sag, klingt, klingt, klingt. Wow, das Gebrauch ist nicht grell. Das bringt mir nicht gerade viel.
das reicht. Kann ich dich nicht direkt mitnehmen? Ja. Komm mit. So. Türchen. Warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, das wird reichen. Was haben wir hier Schönes? Oh, Junge, Holzpfeiler. Ventilatorfächer. Sowas kann man also auch zusammenbauen. Hallo schön, der Link ist hier. Oh Besucher dieses Wandschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sehr gelobt dafür, es bisher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Segens Licht. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken.
So, und damit meine Katzen wieder irgendwas anstellen, würde ich mal sagen, wie erinnere ich nochmal? Chica-Sensor. Wandschrein, das wäre für mich am besten. So. Hallöchen. Ich bin's, Link. Bitte nicht rausschmeißen. So, stopp, dieses Holz. Warte, ich bin gleich wieder da. Ja, komm mal her. Da war nichts drin, seriously. Oh. Keine Vorkommnisse, hm? Ja? Was, Amphoi? Bist du hier, um Schutz vor dem Sandsturm zu suchen? Hier ist die Untergrundstadt von uns, Gerudo. Es tut mir leid, aber kein Voi darf dieses Tor passieren. Voi? Oh. Oh, du kennst das Wort nicht? Voi bedeutet in unserer Sprache Mann. Es ist Gesetz bei uns, dass wir bis zu einem bestimmten Alter nicht mit Voi in Kontakt treten. Mhm. Was ist da draußen los? Ist etwas passiert? Oh. Tja, hier ist ein Voi. Oh. Was, ein Voi? Ah. Kein Grund zur Sorge. Es ist nur ein kleiner Voi, der nicht mal bis an die Gucklöcher reicht, durch die wir reden. Niemand kann ihn sehen und er sollte auch niemanden sehen können. Ah. Eigentlich dürfen Voi Gerudo-Stadt gar nicht betreten. Aber wir befinden uns gerade im Ausnahmezustand. Oh. Solange du dich der Untergrundstadt fernhältst, werde ich ein Auge zudrücken. Wenn du Schutz vor dem Sandsturm suchst, kannst du dich in einem der Häuser an der Oberfläche ausruhen. Hallo. Oh. Ja. Okay, wie komme ich denn da jetzt rein? Gibt es hier noch einen anderen Eingang? Mal gucken, was in Riches Tagebuch steht. Erste Seite. Heute habe ich einen beunruhigenden Bericht von Bülle erhalten. Ein unerkanntes Miasma dringt unter Schloss Hyrule hervor. Wer es berührt, soll davon krank werden. Unsere Verbündeten Link und Zelda befinden sich in Hyrule. Sicher werden sie die Situation unter Kontrolle bringen. Mich hat ein neuer und leider auch unerfreulicher Bericht erreicht. Link und Zelda sind unter Schloss Hyrule verschollen. Dann stieg das Schloss in die Luft empor und gleichzeitig erschienen auf der ganzen Welt zahllose schwebende Inseln. So viele unglaubliche Phänomene. Was ist nur mit dieser Welt los? Und sind die beiden in Sicherheit? Während wir uns immer größere Sorgen um Hyrule machten, wurden auch wir Gerudo von Unheil heimgesucht. Ein unerwarteter Sandsturm tobte über der Stadt und ihr Umgebung. Wir haben uns in den Untergrund geflüchtet, aber als wir den Sandsturm untersuchten, wurden wir von einem Horde seltsamer Monster angegriffen, den Gyptus. Leider erwies sich mein neu entdeckter Blitzschlag als wirkungslos gegen sie. Viele Verletzte strömen in die Stadt und die Situation ist sehr unübersichtlich. Als Königin kann ich mich nicht von meiner Verantwortung drücken. Das runde Steintor zur Untergrundstadt kann kein Monster überwinden. Es ist auch ein Segen, dass wir dort über die rechtliche Wasserverfügung. Wir müssen die Wasserwege aber gegen Feinde schützen. Für alle Fälle sollten wir auch das Loch hinter dem Thron verschließen. Hier herumzusitzen ist nutzlos. Ich werde die Untergrundstadt im Büllers Obhut lassen und meinen Blitzschlag üben. Die Ruinen von Norden sind nicht weit von der Stelle entfernt. Sie sollten für mein Training am besten geeignet sein. Ich trage so viele Sorge für die Gerudo und die Welt mit mir herum. Aber nun tue ich einfach, was in meiner Macht steht. Sicher
Würde meine gute Freundin Zelda so etwas sagen, ich bitte zu Obosa, dass sie und Deck in Sicherheit sind. Hinter dem Thron ist also ein Lochlein. Da würde ich mal sagen, machen wir wieder runter, ne? Hinter dem Trönchen. Ah ja. Hallöchen. No? Ein Voi, hier ist ein Voi, haltet ihn. Kein Zutritt für Voi. Kehre auf der Stelle um. Oh. Halt. Bülla, Kommandantin der Gerudo-Wache. Lange nicht gesehen, Retter von Hyrule. Schon in Ordnung. Diese Person hat die Erlaubnis der Königin, die Stadt zu betreten und ihre Einrichtungen zu nutzen. Sagt es allen weiter. Wenn du dich durch diesen Sandsturm gekämpft hast, ist etwas passiert? Die Prinzessin von Hyrule wird vermisst? Wir haben Gerüchte wegen Schloss Hyrule gehört, aber das ist weitaus schlimmer als gedacht. Dennoch, Ritter, ich meine Link, ich bin beeindruckt, dass du es durch diesen Sandsturm hergeschafft hast. Vor einer Weile kam plötzlich dieser Sandsturm auf. Wir wollten ihn näher untersuchen, aber er brachte Schwärme von Gyptos mit sich und wir waren gezwungen, uns in die Stadt zurückzuziehen. Doch sie sind uns gefolgt, daher mussten wir alle in den Untergrund evakuieren. Als Beschützerin dieser Stadt lastet diese Schmach schwer auf mir. Ich würde gerne bei der Suche nach der Prinzessin helfen, aber jetzt ist keine gute Zeit dafür. Es tut mir leid. Königin Rishu versucht gerade die Kraft zu erlangen, mit der sie uns aus dieser Lage befreien kann. Wenn du die Königin suchst, solltest du es in den Ruinen im Norden versuchen. Was machen wir auch? Ich hole mir nur... Ich glaube, wir haben genug Pfeile. Das ist wohl ein Weibelfrau. Weibelfrau? Weibelvoi? Weibelvoi. So war das. Ich würde mal sagen... Oh, eine Truhe. Die hole ich mir noch. Schauen wir uns einfach in der nächsten Folge hier mal in Ruhe um. Wow. Ja, wow. Okay, 2 Minuten haben wir noch. Solange der Sandsturm tobt, ist es mit dem Sandrobbenverleih Essig. Was tun wir nur? Was, wenn sich nichts ändert, verliere ich noch meine Arbeit. Ob es am Ende eine Chance für mich ist? Ich könnte ja Königin Rishu bitten, Pflegerin für ihre Lieblingssandrobbe Patricia zu werden. Normalerweise ist das ja Padru, die Kriegerin, aber die hat im Moment mit den seltsamen Monstern, die erschienen sind, genug zu tun. Vielleicht habe ich ja Glück im Unglück und kann mir eine gute Stelle sichern. Eine schöne Bescherung, genau. Stava, ich habe schon von den Wachen gehört, aber jetzt sehe ich es mit eigenen Augen. Wir haben tatsächlich einen Voi bei uns. Ganz schön beeindruckend, dass du es durch den Sandsturm geschafft hast. Oh, hast du dir dafür eine Sandrobbe geliehen? Hab ich. Sarasag, dann warst du sicher beim Verleih am Rand der Wüste, oder? Das ist der von meiner Mutter. Sandrobben zum Verleihen ist unser Familiengeschäft. Es ist so gefährlich, im Sandsturm nach draußen zu gehen, also ist mein Laden derzeit geschlossen. Aber falls du etwas über Sandrobben wissen willst, kannst du mich gerne fragen. Dann gehen wir mal hier lang. Hier durch und dann. Ob die Königin klarkommt? Ich sollte ihr vielleicht auch folgen. Und nein, meine Aufgabe ist, mich um die ehrwürdige Patricia zu kümmern. Es steht mir nicht zu, eigenmächtig meinen Posten zu verlassen. Obwohl, weit wäre es ja nicht. Nochmal eben hier durch, dann wäre ich bei der Nordruine und könnte nach den Rechten sehen. Nordruine? Oh.
Oh, entschuldige, ich hatte dich gar nicht bemerkt. Dorthin hat unsere verehrte Königin sich begeben, um sich Übungen zu widmen. Ihr einzige Begleitung hierbei war ihre ehrwürdige Hufroppe Patricia, auf deren Rücken sie reiste. Doch nun, da erneut unbekannte Monster in unserer Welt herumstreicht, mache ich mir Sorgen um sie. Leider besitze ich keine solche vortreffliche Orientierungssinn wie unsere verehrte Königin. Deshalb kann ich den Sandstock nicht wie sie durchqueren. Ich überlege jedoch, ob ich vielleicht stattdessen durch diesen Schlupfweg zur Notruine gehen sollte. Nein, die Sorge bringt mich um, wenn ich nicht gehe. Wenn nur dieser Void nach der Königin sehen würde, dann wäre ich beruhigt. Mache ich aber erst in der nächsten Folge. Okay, dann gehen wir durch den Untergrund dorthin, würde ich mal sagen. Ach komm, wir schauen uns jetzt noch hier ein bisschen um. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich schaue mich mal. Da ist der Ausgang. Oh, ich habe doch noch einiges zu tun. Dann würde ich mal sagen, ist das ein richtiger Voi? Hoppala. Wird hier gar nicht. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Eine Flasche.